Bei diesem Video geht es darum, warum ich mich seit 4 Jahren Low Carb ernähre und wieso ich von dieser Ernährungsform zu 100% überzeugt bin. Wenn ihr eine Low Carb Ernährung macht und euch jemand fragt, was machst du für eine komische Ernährung, dann kannst du diesemjenigen oder denjenigen auf jeden Fall das Video schicken. Ich werde euch erklären, warum ich mich auf jeden Fall Low Carb ernähre, 10 Gründe bei diesem Video. Mein Ziel ist es auf keinen Fall, andere Ernährungsformen klein zu reden oder schlecht zu machen oder Low Carb versus Vegan oder sowas. Round 1, fight! Auf keinen Fall. Und man kann sich auch vegan Low Carb ernähren. Beziehungsweise man kann auch sich Low Carb schlecht ernähren, also ungesund ernähren. Es ist auf jeden Fall facettenreich und dazu werden wir auf jeden Fall jetzt gleich Stellung beziehen. Bei Low Carb geht es nämlich nicht um die Proteine, was viele denken. Bei Low Carb geht es darum, dass man einfach die Kohlenhydrate runterfährt. Nur das, sonst nichts. Man kann sich mit jeder Ernährungsform ungesund erklären. Das muss dir auch auf jeden Fall bewusst sein. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, nämlich, dass man hier auf die einzelnen Nahrungsmittel achtet. Weil wo ist Glyphosat drin, wo sind Konservierungsstoffe drin, wo ist Aluminium drin, wo ist, was weiß ich, ja, die ganzen Sachen drin. Darum kommt es nämlich an. Es ist nicht jetzt, sage ich mal, zu 100% jetzt wichtig, ob es jetzt vegan oder was weiß ich was vegetarisch ist, sondern was in den einzelnen Nahrungsmitteln drin ist. Punkt Nummer 1 ist für mich nämlich die Fettverbrennung. Ich möchte immer meine Fette verbrennen. Wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht und sich nicht Low Carb ernährt, dann ist der Körper erstmal beschäftigt, die Energie und die Verbrennung erstmal von dem Glykogenspeicher zu machen, also von dem Kohlenhydratspeicher zu machen. Danach erst fängt der Körper an, sobald der Speicher leer ist, ans Fettgewebe zu gehen und von dort die Energie zu erwirtschaften. Dann findet die Fettverbrennung statt und das kann schon mal 1 Stunde dauern. Aber ich möchte, dass mein Körper sofort oder die ganze Zeit an meinen Fetten geht und dort die Energie nimmt. Normalerweise sind wir es daran gewöhnt, dass wir unsere Energiequelle aus den Fetten nehmen. Auch das Gehirn möchte eigentlich die Energiequelle aus den Fetten nehmen. Wenn man sich kohlenhydratarm ernährt, dann füllt der Körper aber trotzdem den Speicher durch andere Mechanismen wieder auf. Ein Low-Carb-Mensch hat vielleicht sogar genauso viel, sage ich mal, in den Kohlenhydratspeicher gefüllte Kohlenhydrate wie jemand, der vielleicht nicht auf Low-Carb achtet oder der sich nicht so ernährt. Aber der Low-Carb-Mensch kann besser mit den Fettsäuren umgehen. Auch im Ausdauersport setzen zum Beispiel einige Sportler auf eine ketogene Ernährung, um effektiv Fette zu verbrennen und diese als eine Energiequelle zu nutzen. Punkt Nummer 2 ist die Gesundheit. Zucker ist ungesund und Kohlenhydrate sind Zucker. Wie gesagt, ob es Einfachzucker, Zweifachzucker, Dreifach, 4, 5, mehrfach Zucker, es ist Zucker. Kohlenhydrate kommen im Blut immer als Zucker an. Milchzucker ist nicht so schlimm, aber Fructose ist schlimm. Und was meine ich damit genau jetzt? Und zwar, wenn wir jetzt unseren Haushaltszucker mal annehmen, der besteht nämlich zur Hälfte aus Fructose und zur Hälfte aus Glucose. Und das ist nämlich schlimm. Fructose ist lebergiftig und überlastet unsere Mitochondrien. Es entstehen dann viele Triglyceride in der Leber und die können kaum rausgehen. Aber dann, wenn die dann rauskommen, dann kommen sie als schlechtes Cholesterin raus. Und wenn mal die Triglyceride wieder hochgehen, dann gehen auch die schlechten Cholesterine hoch. Und bei Cholesterin kennen wir das ganze Jahr. Wir haben das HDL und das ist das gute Cholesterin. Und wir haben LDL, das schlechte Cholesterin. Aber beim schlechten Cholesterin muss man nochmal unterscheiden. Und zwar im Partikel A und Partikel B. Beim LDL-Cholesterin, also das schlechte, beim Partikel A, das setzt sich nicht so bei den Arterien wieder ab. Aber Partikel B setzt sich ab. Wenn wir zum Beispiel kleine Verletzungen in den Arterien haben, wie zum Beispiel durch Rauchen oder durch zu hohen Homozysteinspiegel, dann setzt sich das Ganze mit Kalzium und anderen Stoffen ab. Dann wird auf jeden Fall Partikel B vom Partikel A abgesetzt. Deshalb ist es da auf jeden Fall darauf zu achten, wenn man zum Beispiel seine Cholesterinwerte abcheckt, welches von denen das schlechtere ist. Ja, also beim LDL, da müsst ihr gucken, Partikel A oder Partikel B. Und dann kommt irgendwann eine Insulinresistenz der Leber und der Muskelzelle. Also man kann sagen, die Insulinresistenz ist eigentlich der Anfang vom Ende. Übergewicht, Schlaganfall, Herzversagen, später Nierenversagen, Krebs, das alles
kann passieren, wenn sich die Zelle verabschiedet und komplett sich wirklich abkottet. Und wir haben noch das Thema Fructose gehabt und jetzt denkst du dir vielleicht, Fructose gleich Obst, also darf ich kein Obst mehr essen. Das stimmt nicht, also so ist es jetzt nicht gemeint. Bei Obst haben wir nicht nur Fructose, sondern auch zum Beispiel Ballaststoffe, die dann wiederum die Zuckeraufnahme verhindern. Also klar kommt Zucker in den Körper rein, aber nicht mehr in diesen großen Mengen, wie der ursprünglich drin ist. Ballaststoffe nämlich unterbinden dann etwas die Zuckeraufnahme im Körper. Und wir haben noch Vitamine drin, wir haben noch vielleicht, was heißt vielleicht, wir haben noch sekundäre Pflanzenstoffe drin. Und dann sorgt das ganze Komplettpaket dazu, dass das nicht so schlimm ist, wie wenn du nur pure Fructose einnimmst. Punkt Nummer 3 für mich, warum Low Carb ein Muss ist, und zwar die Insulinausschüttung. Dazu habe ich wirklich schon mehrere Videos gemacht, also immer wieder mal drüber gesprochen. Deswegen fasse ich mich hier auf jeden Fall oder versuche ich mich hier kurz zu fassen. Wir möchten, dass unser Insulinspiegel auf jeden Fall immer flach ist. Ich habe ja gesagt, Zucker einfach, zweifach, dreifach, vielfach. Zucker ist Zucker. Ob es jetzt Brot ist, Nudel, Pizza, irgendwelche Teigwaren, ja, das kommt im Blut immer als Zucker an. Und es kommt immer auf die Ausschüttung an und nicht auf den glykämischen Index, wie schnell dein Blutzuckerspiegel hoch und runter geht. Es kommt nur auf die Ausschüttung an. Das bedeutet nämlich die glykämische Ladung. Das ist mit Ausschüttung gemeint. Wenn ich über den Tag verteilt 2 Kilo Vollkornbrot essen würde, also das ist jetzt ein überspitztes Beispiel, also damit möchte ich nur sagen, viele Kohlenhydrate, dann haben wir hier eine extreme Insulinbelastung. Die Zelle ist so krass belastet und möchte eigentlich nur noch in Ruhe gelassen werden. Durch zu viel Insulin passiert etwas am Hypothalamus im Gehirn. Aus dem Fettgewebe kommt nämlich ein Hormon namens Leptin und kommuniziert mit dem Gehirn. Er sagt dann, Gehirn, alles ist gut, Stoffwechsel funktioniert, bei mir ist alles fit, alles Roger. Du kannst wie gewohnt arbeiten. Wenn man aber zu viele Kohlenhydrate isst und zu viel Insulin ausschüttet, dann wird eben dieses Signal, also diese Kommunikation, geblockt. Leptin versucht die ganze Zeit, unseren Gehirn anzurufen, aber es klingelt auf der anderen Seite nicht. Wir können unseren Gehirn nicht erreichen. Die ganze Zeit versucht Leptin mit Nachdruck dort jemanden zu erreichen, aber niemand geht ran. Das Gehirn denkt sich, hä, warte mal, wieso ruft Leptin nicht mehr an? Eben gerade, noch vor einer Stunde, hat mir kommuniziert. Ich erwarte doch die ganze Zeit, dass er mir Bescheid gibt und sagt, hey, alles ist in Ordnung, aber irgendwie kriege ich kein Signal. Habe ich kein Fettgewebe mehr? Wo ist mein Fettgewebe? Ich habe jetzt Paranoia bekommen. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe kein Fettgewebe mehr. Weißt du was? Ich fahre jetzt meinen Stoffwechsel komplett runter. Das heißt, unser Gehirn denkt, weil Leptin ihn nicht mehr erreichen kann, unserem Gehirn, dass wir kein Fettgewebe mehr haben und deshalb fährt unser Gehirn den Stoffwechsel runter. Warum? Um weiter zu überleben zu können. Im Umkehrschluss, was passiert dann? Du bist den ganzen Tag über müde und hast Hunger. Und dein Gehirn denkt, du hast kein Fettgewebe mehr. Und aus diesem Grund funktionieren Diäten nicht, wo man die Kalorien einschränkt und wenig isst und dafür sorgt, dass viel Insulin ausgeschüttet wird. Egal was man isst, man wird mit solchen Diäten niemals langfristig zum Erfolg kommen. Das müsst ihr euch wirklich merken. Punkt Nummer 4 ist, ich möchte Krebs die Nahrung wegnehmen. Krebszellen ernähren sich von Zucker. Krebszellen haben auch Insulinrezeptoren. Das kann man wirklich sehr, sehr gut von PET-Scans sehen. Ich habe ja bei meinem Krebsvideo das auch nochmal erwähnt gehabt. Ein PET-Scan ist eine Untersuchung, wo man zum Beispiel einen Patienten oder irgendjemanden dann eine Zuckerlösung reinspritzt und dann sieht man, wie die Krebszellen, wie so Piranhas, sage ich mal, sofort zu diesem Zuckerlösung hinspringen und das Ganze verstoffwechseln. Und die Verstoffwechselung von Krebszellen ist nicht durch Sauerstoff, sondern durch die Vergärung. Und deshalb muss man halt dann versuchen, den Krebszellen auf jeden Fall die Nahrung wegzunehmen. Es kann ja nämlich sein, dass mein Immunsystem vielleicht mal unachtsam war, sage ich mal jetzt anders ausgedrückt, weil unser Immunsystem ist gut und arbeitet gut, aber es kann immer wieder mal etwas sein, wo wir vielleicht geschwächt sind. Und Krebszellen hat ja jeder Mensch in seinem Körper. Und das Immunsystem, was macht der? Er schmeißt die immer weg. Ja, wir sind ja gesund, sonst hätte jeder Krebs. Punkt Nummer 5 ist die artgerechte Ernährung. Und es denkt sich vielleicht jemand, es gibt keine Langzeitstudien bei der Low-Carb-Ernährung. Und da muss ich dich enttäuschen, mein Lieber. Es gibt auch Studien und ich habe mal jetzt eine rausgesucht und ich habe sie untersucht und ich habe sie auch natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Kannst du dir gerne im Detail anschauen. Und dort steht genau das, was ich mal sage. Und da wurde quasi aus meiner Seele gesprochen, ja. Also die haben wirklich viele verschiedene Tests gemacht. Ich gehe gar nicht so viel drauf ein. Erstmal,
Wir haben Millionen von Jahren überlebt und wir haben auch Eiszeiten überstanden, ja. Und da gab es nicht gerade mal jetzt Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate haben wir auch erst seit 10.000 Jahren ungefähr. Deswegen, wir haben wieder die ganze Zeit überlebt. Erstens das. Und zweitens wird auch da in den Studien auch gesagt, dass zum Beispiel die Sterblichkeitsrisiko durch Low-Carb-Ernährung auf jeden Fall geringer ist, wie zum Beispiel durch High-Carb-Ernährung, durch viel Zuckerernährung, dass zum Beispiel man hier auch, was ich auch immer sage, auf die Lebensmittel achten sollte. Also man kann sich auch Low-Carb ungesund ernähren. Es kommt immer auf die einzelnen Lebensmittel an, was ich am Anfang des Videos erwähnt hatte. Ja? Also wenn du jetzt irgendein Billigfleisch kaufst und wirklich schlechte Fette einnimmst, dann ist das auch nicht das Gelbe vom Ei. Und schau mal, was wir essen, wir haben. Wir essen eigentlich fast nur noch aus dem Chemielabor. Aber wer ist schuld an der ganzen Sache? Wir. Wir Menschen haben das alles gemacht. Und wir müssen halt auch dann dementsprechend aufpassen, was wir essen. Das war Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 6 ist, ich möchte nicht Sklave meiner Hormone sein und meiner Begierden sein. Zucker ist eine Droge, weil Zucker macht süchtig. Und wenn du einen Teller Nudeln isst oder Schokolade isst immer, dann hast du dauernd diese Up and Downs, also die Insulinpeak. Und das möchte ich nicht. Und das Ganze hat auch nichts mit Energie zu tun. Iss mal wirklich einen riesen Teller Nudeln und dann geh mal auf eine 100 Meter Laufbahn. Dann will ich mal sehen, wie du da sprintest. Das schaffst du nicht. Also klar, kann man es schaffen, aber das wird dir auf jeden Fall sehr, sehr schwer fallen. Deshalb achte ich auch darauf, ich möchte nicht dauernd eine Heißhungerattacke haben und möchte auch nicht Sklave meiner eigenen Hormone sein. Das war Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 7 ist für mich mehr Energie. Also wenn noch die Low Carb gemacht hat, und ihr müsst auch verstehen, mit Low Carb meine ich meine Ernährung. Ich rede nicht von der Diät. Ja? Low Carb ist für mich eine normale Ernährung. Und wenn man noch nie Low Carb sich ernährt hat, dann ist es die ersten zwei Wochen schwierig, weil der Körper kennt das nicht. Der Körper war immer daran gewöhnt, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln und diese zu verbrennen. Aber jetzt, wo diese leer sind, musst du auf einmal zu den Fetten zurückgreifen und das ist was Neues. Das verursacht Stress im Körper. Und deshalb sind die ersten zwei Wochen schwierig. Aber nach diesen zwei Wochen, ich kann euch das wirklich mit Brief und Siegel und Garantien geben, weil ich mache das seit 4 Jahren. Nach diesen zwei Wochen, wenn ihr das überstanden habt und das wirklich monatelang ausübt, ihr habt viel mehr Energie, ihr seid viel effizienter, ihr seid, also eure Regeneration ist besser, ihr seid klarer im Kopf. Wenn ich zum Beispiel, man cheatet, ja, also jeder cheatet natürlich mal, und dann fühle ich mich immer so komisch, so schlapp und etwas müde. Auch dieses Bereuen ist etwas da oder schlechtes Gewissen ist etwas da. Und wenn ich mich dann später mal wieder Low Carb ernähre, richtig Low Carb ernähre, ich fühle einfach, wie mein Körper sich wieder bedankt und sagt, danke, dass du dich wieder gesund und gut ernährt hast, weil ich kenne das ja nur so von dir. Wirklich, der Körper ist krass und deswegen habe ich mit der Low Carb Ernährung viel mehr Energie als mit keiner Low Carb Ernährung. Punkt Nummer 8 ist für mich der Geschmack und jetzt denkst du dir, was? Ey, Zucker ist doch lecker. Wenn du zum Beispiel eine Low-Fat-Ernährung machst, was isst denn du da? Pappe, Reis, also ohne Fett. Fett ist ein extrem großer Geschmacksverstärker. Und stell dir vor, du isst zum Beispiel so Eier mit Schafskäse, fettigen Schafskäse oder Salat mit Leinöl oder Olivenöl und Avocado und so weiter oder Kokosöl, was auch immer, ja. Das alles bringt nochmal extrem geilen Geschmack mit sich. Und bei einer Low-Fat-Ernährung hast du halt diesen Geschmack nicht. Klar, wenn du zum Beispiel jetzt fettige Kohlenhydraten isst, was sowieso sehr, sehr schlecht ist, das sollte jeder Ernährungsberater wissen, dass die Kombination mit Fetten und Kohlenhydraten möglichst schädlich ist. Das schmeckt natürlich gut. Aber da sind wir ja wieder am Anfang, wovon ich geredet habe. Aber nichtsdestotrotz, wenn man zum Beispiel wirklich auf einer Diät ist, man muss wirklich abnehmen, dann sollte man auch bei der Low-Carb-Ernährung ein bisschen auf die Fette achten, ja. Also wenn du jetzt, du kannst unendlich viel Fette essen bei der Low-Carb-Diät, weil sonst hast du zu viel Kalorien, da musst du darauf achten. Vielleicht sollst du da die Nüsse zum Beispiel weglassen, weil die sind sehr, sehr kalorienlastig. Punkt Nummer 9 ist die Konzentration. Unser Gehirn möchte eigentlich immer als Hauptenergiequelle Keton, also die Fette, nutzen. Das heißt also, die Konzentration ist mit einer Low-Carb-Ernährung für das Gehirn eigentlich viel, viel besser und effizienter, weil diese besser verbrennt werden können. Mit Zucker ist nämlich die Konzentration mega kontraproduktiv. Warum? Weil dann hast du ständig diese Schwankungen, von denen wir gesprochen haben. Punkt Nummer 10 sind Vitamine und Mineralstoffe. Durch die Low-Carb-Ernährung ernähre ich mich natürlich auch dann sehr, sehr gesund. Also Nudeln und Reis zum Beispiel oder Pizza, was bieten die mir denn für Vitamine und Mineralstoffe an? Aber
Avocado, Leinsamen, Chiasamen, Mandelmehl, Leinöl, Nüsse, also wirklich gesunde Nüsse, Paranüsse, ja, was haben wir noch da? Flohsamenschalen, Eier, wirklich gesunder, fettiger Fisch, gesundes Fleisch und so weiter. Die haben ja auch wenigstens gute, wirklich sehr, sehr gute Vitamine und Mineralstoffe. Und durch eine High-Carb-Ernährung habe ich diese halt nicht. Ja, natürlich gibt es auch High-Carb-Produkte, sage ich mal, die dann natürlich auch viele Vitamine haben. Aber durch Low-Carb-Ernährung, wo man keinen Zucker hat und vor allem kann man bei der Low-Carb-Ernährung die gesunden Kohlenhydrate durch Gemüse aufnehmen, also Spinat, Brokkoli, Paprika, Gurken, Tomaten. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das war's zum Video, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich über ein Feedback und einen Daumen hoch auf jeden Fall freuen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Sero. Bis dann.